Ja, hallo, eins, ja. Ja, liebe Freunde, jetzt seid ihr gefragt. Jetzt gibt's die allseits beliebten Show-Me-Your-Tools-Tipps, wo jeder von euch nach vorne spurten kann, uns eine URL an den Kopf werfen kann, wir hier reingehen und ihr kurz, David sagte 90 Sekunden, darüber erzählen könnt, warum dieses Tool inzwischen für euch lebenswichtig oder auch einfach nur nett oder hilfreich geworden ist und euch den Tag erleichtert. Ja, wer möchte denn anfangen? Wer möchte das erste Tool vorstellen? Ja, stellt euch hinten an. Herr Komsatz, ich mache den Icebreaker. Ja, okay. So, ich zeige nämlich ein Tool für alle Mac-Besitzer. Ist es das hier? Ich glaube schon. Moom heißt, ja, das ist es. Moom heißt das Tool. Das ergänzt die Oberfläche von OS X um ein Feature, ohne das ich mir Leben nicht mehr vorstellen kann. Nämlich, wenn man über den Fenster-Maximieren-Button hovert, blendet sich so ein kleines Menü hier ein und ich kann sagen, ich möchte das gern Fullscreen, nur auf die linke Seite, nur auf die rechte Seite, obere rechte Ecke. Ich benutze es am Tag ungefähr 3000 Mal. Und ich glaube, es kostet $10 oder sowas. Die Investition hat man nach 17 Sekunden wieder raus. Das lohnt sich. So. Und in dem Stil geht es jetzt weiter. Man spurtet nach vorne, tippt eine URL hier rein und zeigt etwas Nützliches, Sinnvolles. Da kommt der Robert. Okay, das ist das Tool, was ich am jeden Tag ungefähr alle 20 Sekunden benutze. Das ist so, ja, genau. Er zeigt gerade live, weil der Thomas das nämlich auch benutzt. Da kann man eben Applikationen auf dem Mac starten und braucht eben nicht über durch Programme zu gehen. Man kann suchen, man kann alles Mögliche machen. Da gibt es eine ganze Menge auch für Produktivität irgendwelche anderen Sachen, die es dann auch gibt. Gibt es irgendwie so ein, hast du das Powerpack? Ja. Okay, da gibt es so ein, mit so einem Powerpack kann man eben so gewisse Abläufe automatisieren und. Da ist ein Taschenrechner drin. Ich gebe 17 Mal am Tag 3x2 und so Sachen ein. Ja, ich habe ja in der Schule nur noch Kopfrechnen gelernt. Ich hatte nur Mathe-LK, ich kann das nicht. Von daher brauche ich das nicht. Aber das benutze ich auch leider auf viel zu oft. Naja, okay. Der nächste bitte. Der oder die nächste? Ich kann mal ganz kurz Glip zeigen. Glip? Oh ja, Glip ist gut. Okay. Gib mal. Gib mal das. Okay, das ist Glip, das ist da, wo jetzt sich die deutsche Community, also Dach-Community, tummelt. Man sieht irgendwie, was haben wir jetzt da mittlerweile? 38 plus die oben, die sind ja knapp irgendwas um die 50 Leute, die jetzt da mittlerweile in dem Chat drin sind aus Deutschland. Und da wird eben über die ganzen wichtigen Sachen wie Kochrezepte, wie das Wetter wird und so weiter, wird da drüber gesprochen. Was ganz lustig ist, man hat Kalender, Task, Links und so weiter, die man damit nutzen kann. Wenn man dann irgendwie auch für Aufgaben oder sowas, nee, wenn ich das jetzt zeige, dann kommen ja meine ganzen anderen, das unterteilt er ja leider nicht. Wenn ich jetzt in Kalender oder in die Task gehe, dann sehe ich, ach doch. Dann siehst du, was du alles nicht gemacht hast. Nee, dann habe ich hier nur die, doch, ich kann doch filtern, ja. Also man könnte dann hier Tasks oder für die Vorbereitung des Joomla Days oder sowas bestimmte Sachen vergeben, was dann ganz nett ist, weil alle sehen können, was man nicht gemacht hat oder was man fertig hat oder wo man vielleicht noch eingreifen kann. So subtilen sozialen Druck aufbauen. Genau, oder wo andere eben auch noch mit eingreifen können. Ja, next, please. Ja, das gibt's als native App, aber man muss ehrlich sagen, die native App macht nur Browserfenster auf, ist alles Browser. Gibt aber für die Mobiles, die tatsächlich genutzt werden, also alles außer Windows Phone, gibt's Apps.
Ja, das war natürlich jetzt der Running Gag, weil wir die Diskussion jetzt gerade jetzt hatten. Guck mal, da kommt einer. Ja. Da kommt einer. Ein ganzer. Trip Mode. Hm? Trip Mode. Trip Mode. Der ist ganz nett, das habe ich zuletzt durch Zufall, ist relativ neu, wenn wir schon bei der ganzen Mac-Software sind hier. Das ist ein kleines Tool, kostet irgendwie gerade mal $8 sowas. Ist aber das Ding, ich bin relativ viel mit dem Zug unterwegs gewesen, habe halt mein Tablet mit meinem Datenvolumen immer als Hotspot offen gehabt und hatte das Problem, dass halt irgendwie auf einmal das Datenvolumen weg war. Dieses kleine Tool merkt sich halt sozusagen einfach die WLANs, die er benutzt. Und dann könnt ihr einstellen, welches Programm jetzt überhaupt Zugang dazu bekommt. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie unterwegs seid, irgendwie nur ein begrenztes Datenvolumen oder sowas habt und halt einfach nur gerade auf GitHub hoch wollt, um was zu pushen, aber sonst nichts anderes, könnt ihr einfach da sagen, so okay, ich will da jetzt im Prinzip alles ausschalten, die ganzen Synchronisationssoftware kann man alles deaktivieren und somit verbraucht dann auch wirklich nur das, was man jetzt wirklich gerade aktuell will, Datenvolumen, und dadurch kann man sich das Ganze ein bisschen speichern. Schick. Direkt mal runterladen. Haben wir noch was? Hä? Noch was? Trip Mode heißt das. Okay. Weißt du da? Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber. Wo wir gerade bei den Mac-Tools sind. Ich mach gleich mal Nicht-Mac. Das ist also. Ich meine, ihr seid ja schuld, ihr könnt ja kommen und andere Sachen zeigen. Das ist ein ganz, ganz witziges Tool, das installiert man sich auf seinem iPhone und auf dem Mac und wenn man sich dann wegbewegt von seinem iPhone, also quasi außerhalb einer gewissen Bluetooth-Feldstärke, wird er abgeschlossen, der Mac. Und wenn man wiederkommt, kann man über das Handy das wieder freischalten, einfach über ein Tippen oder mit dem Daumen, genau. Und, Daumen heißt das Ding. Ja, hat noch so ein paar nette kleine andere Features, dass man so Tab-Muster nutzen kann statt Passwörter und so. Also das ist ganz, ganz lustig. Aber was ich eben ganz gut finde, ist, wenn ich irgendwie beim Kunden bin oder so und wir dann irgendwie Kaffee trinken gehen oder sowas und ja, dann marschiere ich mit dem Handy weg und dann ist das Ding einfach dicht. So, dann das finde ich eigentlich ganz gut. Dann habe ich noch einen, mal ohne Mac. Ist was für Joomla, der Veranstaltung angemessen. Ich habe aus unendlicher Frustration darüber, dass es keine Formulare-Erweiterung gab, wo ich das Gefühl hatte, man bekommt einen sinnvollen HTML-Output, selber eine kleine Formulare-Erweiterung gebaut. Das heißt Flexforms, das ist eine Formulare-Erweiterung von Entwicklern für Entwickler. Der Hauptwitz daran ist, es gibt keine Clicky-Bunty-Oberfläche, um so Felder zusammenzuziehen und zu konfigurieren. Das fand ich doof. Stattdessen schreibt man das als JForm-XML. Dem einen oder anderen Entwickler sagt das was. Dementsprechend kann man da alle Feldtypen verwenden, die Joomla auch sonst so unterstützt. Datei-Uploads funktionieren. Und ansonsten kann das Ding das eigentlich erstmal nur ausgeben. Witz daran ist wiederum, ich kann pro Formular auswählen, in welchem Layout-Override das passieren soll. Die meisten Formularerweiterungen unterstützen einen Template-Override, aber da habe ich einen Override für alle Formulartypen und mit dem hier kann ich das pro Formular machen. Ansonsten kann das Ding nichts, deshalb ruft es noch ganz viele Plugin-Events auf, wo man dann sinnvolle Funktionalität dazu bauen kann. Finde ich auch. So, kannst du? Wer hat von euch einen Raspberry Pi zu Hause? Die kennen wahrscheinlich. Das ist ein Kodi, kennt das jemand? Das ist ein Media Center. Kann man wirklich mit dieser Distribution innerhalb von einer halben Stunde kann man also ein eigenes Media Center auf einem Raspberry Pi für $40 quasi umsetzen und wirklich spielt nicht Ultra HD, aber da die 1080, die HD-Filme ab.
wirklich nettes kleines Ding, wenn man ein bisschen Raspberry Pi rumspielen will. Bisschen mehr noch? Ja. Nee, dann muss in die Schlange. Ja, dann haben eine Schlange. Keine Sorge. Ich habe Evernote, also so wirklich als Anwender. Ich schreibe da meine Projektdokumentationen für mich rein. Also welche Extensions ich in welchen Projekten drinnen habe, habe Schlagworte dazu und finde so relativ schnell, wenn ich nicht weiß, wo ich was in welchem Projekt gemacht habe. Da funktioniert die Suche ziemlich gut. Ja, ist jetzt kein neues Tool, ich finde es sehr praktisch, aber falls noch jemand was in die Richtung hat, würde ich mich freuen, wenn er es jetzt hier vorstellt. Ganz kurz, weil es gerade zu Evernote passt, weil dann die Evernote-Integration ganz gut ist. Oh Gott, wie ist denn die Adresse, glaube ich, so, ne? If this then that? Ja. Das ist ein Webservice, if this then that heißt das. Man muss relativ starke Nerven haben, was seine eigenen Daten betrifft, weil der Connect, also wenn man das benutzen möchte, connectet der sich eben mit diesen Diensten, die man eben verwenden möchte, aber man kann so lustige Sachen machen, wenn ich mich mit meinem Handy jetzt in irgendeinen Bereich bewege, also sprich, ich fahre jetzt nach Berlin oder sowas, dann kann ich sagen, okay, ich möchte in meinem Evernote eine Notiz haben, dass ich wann ich da angekommen bin, oder ich möchte an meinen Kunden eine E-Mail schreiben lassen, ich bin schon in Berlin, mach schon mal den Kaffee oder so. Das kann man alles über diese Sachen automatisieren. Da gibt es etliche Dienste, die mit If This Then That kombiniert werden können, und ja, wie gesagt, das Problem ist eben nur, man muss ihm dann Evernote freigeben, man muss ihm dann bestimmte Dinge freigeben, um die Sachen zu automatisieren. Aber es ist echt lustig und hilfreich. Ja, danke. Ganz kurz an alle Kollegen mit Raspberry Pi, wenn Sie wollen, dass DTS-Sound und Full HD ohne Ruckeln funktioniert, nehmt ihr nicht OSMC, sondern dann nehmt ihr ganz einfach OpenELEC. Das ist zwar nicht die allerletzte Version von Kodi, aber das ist die funktioniert. Mit Full HD, Blu-ray-Kopie und läuft wunderbar. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wo war die Dame mit dem Evernote? Genau. Kennen Sie OwnCloud? Ist das gleiche Prinzip, beziehungsweise auch da gibt es inzwischen eine Notes-Extension, die für mich Evernote sofort ersetzt hat und meine Daten in meiner Hand, kein anderer Server, verschlüsselt, was ich möchte. Und es ersetzt auch bei mir inzwischen schon die Dropbox im produktiven Einsatz. OwnCloud, gemein. Ja, OwnCloud ist Stereo. Relativ populär. Org, ne? .org oder was ist das? Ja. Org. Wie gesagt, das ist ein Serversystem, was man sich selber einrichten kann, um, wie gesagt, Daten zu synchronisieren, Daten auszutauschen, also quasi ein eigenes Dropbox, eigenes Google Cloud, und wie gesagt, also man baut sich das selber auf. Es gibt auch Dienstleister, die das, wo man sich das dann auch wieder kaufen kann, bloß dann läuft das auch wieder bei denen. Witzigerweise, ich glaube, Synology kann direkt auf Knopfdruck OwnCloud machen, ne? Ja, okay, gut. Aber also es setzt sich einfach immer mehr durch und fort und weiter, eben weil der Gedanke eben da ist, man hat die Daten in his own hands, deswegen eben OwnCloud. Das ist? Ja, dreimal. Was, wie hast du es bei dir? Alle drei, echt? Okay, genau, so wollte ich es haben. Das ist Dash, das sind so Dokumentationen für alle möglichen Sachen drin. Auch eine Mac, das gibt es glaube ich auch nur für Mac. Und das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man unterwegs und mal gerade kein Internet hat, also irgendwo in Indien im Dschungel oder so, dann kann man da irgendwie diese ganzen Sachen eben nachgucken, irgendwelche PHP-Sachen oder was auch immer. Dash. D-A-S-H.
DASH, genau. Hier kurz mal am Durchscrollen, was da für Docsets zur Verfügung stehen, die man sich da alle einbinden kann. Also ich habe hier bei mir auch schon relativ viel drin, aber es ist einem einfach so praktisch. Man fängt einfach an zu tippen oder aus seiner IDE heraus benutzt man eine bestimmte Tastenkombination und hat einfach die Doku dazu. Und lustig ist auch, man kann auch Webservices, oder nicht Webservices, aber Webseiten mit dazu binden, wo man sagen kann, okay, bei Stack Overflow darf er dann auch gerne nochmal mitsuchen. Und dann findet er zu den Begriff, den man da jetzt da eingibt, auch noch auf Stack Overflow nette Fragen und Antworten dazu. Manchmal dann schon genau das Problem, was man hat. Genau, das kann man dann direkt in seine Applikation kopieren. Genau. Also was da ist noch so ein, was da auch noch dabei ist, ist so ein netter kleiner Snippet-Manager. Gut, man sieht schon, dass ich das hier nicht so großartig benutze. Hier sind nur die Sachen drin, die ich irgendwie global brauche. Da kann man eben dann mit der Zeichenfolge, ich habe das bei mir standardmäßig mit den zwei Rauten oder Doppelkreuzen, und dann fügt er das an beliebiger Stelle ein. Da gibt es bessere Programme für, wenn man nur diesen Snippet-Manager haben will, aber gut, weil der jetzt dabei ist, benutze ich den eben da. So. Muss jetzt dann doch gerade immer noch mal was eingefallen. Mhm. Wer meine bzw. unsere Session gesehen hat, wird es auch schon live gesehen haben, was es ist. Es ist für Präsentationen gedacht. Das Ganze nennt sich ImpressJS. Der Grund, warum wir es genommen haben, ist einfach der, wir wollten zusammen an der Präsentation arbeiten und das Problem ist halt immer so, okay, wenn jetzt zwei Leute an der Präsentation arbeiten, man hat PowerPoint, okay, man muss die Daten irgendwie hin und her schieben, man kann sich wirklich mergen oder dergleichen. Dann ist aber das Problem mit verschiedenen Betriebssystemen, man braucht das Office-Paket oder man muss etc. pp. An ImpressJS ist einfach das Schöne, es ist reines HTML, CSS3 und halt ein bisschen JavaScript, wo man sich einfach seine Folien per HTML zusammencoden kann. Das ganze Ding läuft in jedem x-beliebigen Browser. Man kann es wunderbar in GitHub oder Git oder sonst irgendwo versionieren. Man hat eine Kontrolle, man kann mit einem Riesenteam gleichzeitig an irgendwelchen Präsentationen oder sowas arbeiten, kann mergen etc. Was? Ich wollte nur mal ein Beispiel aufrufen. Also, und von dem her gesehen ist es echt, also ich mag es richtig und man kann, wer vielleicht Prezi kennt, das ist, macht im Prinzip das Gleiche, nur dass Prezi halt Flash verwendet und. Wer will das schon? Genau, exakt. Ja, man kann mit Zoom, mit rauszoomen, reinzoomen, rotieren, 3D-Effekte, man kann das sich echt verwirklichen und das funktioniert echt überraschend gut. Auch auf Tablets? Auch auf Tablets. Deswegen, also man ist da ein bisschen unabhängiger von den Geräten. Wenn der Sven schon gerade hier war. Es gibt da so ein nettes, kleines Projekt, das auf dem letzten Joomla Day entstanden, das Projekt J-Over. Das ist eine Plattform, um Template-Overrides, die man für Joomla mal gemacht hat, anderen zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise in die andere Richtung, dort Template-Overrides zu finden, die andere schon mal gemacht haben. Beispielsweise sowas wie ein Eventkalender, der wahrscheinlich im Hintergrund eigentlich das Newsflash-Modul, Latest Articles, ja, genau, das Latest Articles von der ComContent verwendet. Also Ziel ist im Prinzip, aus Joomla und den Overrides das Maximum rauszuholen und dass das nicht jeder alleine machen muss. Die beiden Erfinder sitzen quasi dort hinten, winkt mal. Genau. Ganz schicke Geschichte, haben dieses Jahr auf der Jane Beyond, der internationalen Konferenz, den Joomla Innovationspreis dafür gewonnen. So, ich hätte noch das Tool RapidKey. Das ist tatsächlich mal was für die Windows-Welt. Aber so wenige wie klatschen kann das sowieso nicht so richtig gewesen sein. Ja. Das RapidKey ist im Prinzip relativ einfach. Man kann sich seinen Shortkey festlegen und kann dann so kurze Sachen eintippen wie MFG, MK. Das nutze ich relativ viel. Dann gebe ich meinen Shortkey ein. Und dann kommt die komplette Signatur mit Formatierung und
allem drumherum in 5-6 Zeilen innerhalb von 5 Klicks zusammen. Kann man relativ übertreiben, in der kostenlosen Version leider nur 20 Shortcuts möglich. Ja, sonst noch jemand? Sonst hätte ich noch eine Kleinigkeit. Das ist jetzt nichts unbedingt, auch nichts Mac-spezifisches oder nichts besonders Neues. Das ist einfach ein Newsreader für RSS-Feeds. Es gibt immer wieder überraschend viele Leute, die nicht wissen, was RSS-Feeds und Newsreader und so weiter sind. Also wenn man bei irgendwelchen Sachen auf dem Laufenden bleiben möchte, dann macht es Sinn, eben sich gewisse Newsfeeds zu abonnieren und die kann man dann schön in so einem Reader, jetzt ist der hier ein bisschen abgeschnitten, weil es sehr klein ist, aber ist ja egal, sich anzeigen lassen und auch dann direkt zur Website gehen und so weiter und so fort. Und in der Kombination mit einem Tool wie Pocket zum Beispiel, kann man sich dann auch einfach sagen, okay, ich möchte einfach mir Sachen merken und dann für später quasi wie so ein eigenes Verzeichnis mir aufbewahren. So. Weil das ist dann ja immer so, man hat dann irgendwie 500, 600, 700 neue Nachrichten im Newsreader und ja, ist froh, dass man die gerade erst einmal durchgeguckt hat, aber zum Lesen kommt man sowieso nicht und dann packe ich mir die eben in Pocket und habe die dann auch auf dem Mobile und so weiter und kann die dann auch in der Bahn mal in Ruhe dann lesen oder so. Und ja, diese Kombination nutze ich extrem viel. Also das ist bei mir, ich meine, gut, jetzt habe ich 3 Tage nichts gemacht, jetzt habe ich 1974 ungelesene News. Das ist, ja, ist ein bisschen schwierig, dann manchmal up-to-date zu bleiben und man muss sich auch selber zwingen, einfach zu sagen, okay, es macht jetzt auch nichts, wenn ich mal so einen kompletten Tag als gelesen markiere. Da stirbt keine Katze von oder so. Aber, bitte? Ja, eben, man weiß es nicht ganz genau. Du noch was? Ja, okay. Da du jetzt gerade mit deinem RSS-Reader dahergekommen bist, ist mir nämlich auch noch eine andere Möglichkeit eingefallen. Die benutze ich nämlich gern. Das Ganze heißt Feedly. Ist auch mehr oder weniger halt ein RSS-Reader eigentlich. Der Unterschied ist hierbei, dass man sich nicht irgendwo von Hand die RSS-Feeds zusammensuchen muss, sondern die alle schon da drin sind. Das heißt, man gibt jetzt zum Beispiel, man liest gern Spiegel Online oder sonst irgendwas, dann kann man einfach direkt aus Feedly heraus get started, Login. Ist das dein Google-Account dann? Ja, aber das ist also ich benutze auch Feedly, also mein RSS-Reader, mein RSS-Reader liest die Daten also aus Feedly. Das ist, okay. Ja, klar. Das war jetzt keine Vorstellung eines bestimmten Tools, sondern eigentlich der grundsätzlichen Idee von RSS-Feeds und auf dem Laufenden zu bleiben und Sachen für später zu speichern und so weiter. Also da gibt es 1000 Tools, ja. Nicht nur für Mac. Deins ist irgendwie auch auf Apps oder sowas basiert oder nur auf dem Rechner dann? Nein, ich benutze Feedly, aber ich mag es einfach lieber mit dieser App auf dem Mac. Also Feedly zum Beispiel hat es auch noch verschiedene Apps für jegliche Tablets, Smartphones, genau, etc. Ja. pp. Sprich, wenn man halt irgendwo gerade in irgendeinem auf jemanden wartet, im Auto hockt, im Stau sitzt oder sonst irgendwas, kann man kurz das Handy zücken und hat noch so schöne Funktionen wie diesen Home-Übersicht. Da wird dann wirklich wie so eine aus allen Feeds, die man sich ausgewählt hat, wird so eine Art Zeitung fabriziert, die dann eine Übersicht über alle Themen, die man sich ausgewählt hat, dann sozusagen produziert und dadurch ist es eigentlich ganz angenehm, da einfach mal so 2 Sekunden, wenn man gerade noch auf jemanden wartet. Ja, ja, ja. Okay. Wir sind sowieso jetzt mit der Zeit gleich vorbei. Okay, ich fasse mich kurz. Ein kleines nettes Tool, mit dem ich so ziemlich alles organisiere mittlerweile, nennt sich Trello. Und ja, okay, das ist jetzt
Hier sieht man mal ein kleines Beispiel, da kann man sich verschiedene Boards anlegen. Sowohl alleine als auch mit großen Teams. Man kann da verschiedene Mitglieder hinzufügen und sich Tickets erstellen sozusagen, also Karten erstellen, kann da Anhänge hinzufügen, Bilder hinzufügen, die mit so bunten Labels kennzeichnen und was auch immer. Man kann wirklich alles schön damit übersichtlich organisieren, kann sich Verfallsdaten festlegen für die Tickets, für die Karten. Und ja, ich habe damit, mache da meine tägliche To-Do-Liste, meine Einkaufsliste und habe damit auch meinen letzten Urlaub organisiert. Damit kriegt man so ziemlich alles unter Kontrolle. So, danke. Zum einen Push-Bullet, ja, Push-Bullet, ja, genau. Das ist ein Werkzeug, was ich gern benutze, wenn ich ein bisschen rumsurfe und dann sage, oh, das interessiert mich jetzt. Hast du drauf geklickt? Ja, genau. Das ist eine Möglichkeit, Informationen, die man findet, sei es aus der Zwischenablage, sei es ein Link, den man gerade im Browser gefunden hat und will nachher später aber auf seinem Device, egal welches Device man benutzt, wenn mehrere hat, oder auch ein Rechner zu Hause. Auch Windows, ja, genau, auch Windows. Was daran sehr schön ist, dass man auswählen kann, an welches Device nachher die Information geschickt wird. Das heißt, ich habe jetzt mehrere Handys zum Beispiel und die ich auch zum Test benutze. Ja, mein Kollege nickt und kann dann sagen, okay, ich möchte es auf meinem BlackBerry haben oder auf meinem Android-Handy haben oder eben auf meinem Google Chrome Browser und dann kann ich, egal wo ich bin, dann auf diese Nachricht oder die Information oder ein Bild, wenn es nicht gerade jetzt was ganz Wichtiges ist, ein Geheimnis ist, weit verteilen. Interessant, macht viel Spaß. Danke. Ja, genau. Ja, ich wusste, genau. Das Asana, das ist auch ein Tool zur Zusammenarbeit, kostenlos bis 15 Leute, kann man Gruppen machen. Was ich das Schöne daran finde, ist, dass man kann bei Asana Tasks anlegen und kann bei den Tasks eben auch Diskussionen über die einzelnen Tasks hat man eben auch dabei. Und ja, das ist auch ein Tool, was ich relativ häufig benutze. Ich habe noch keinen Urlaub damit organisiert. Beziehungsweise, was ist überhaupt Urlaub? Das Schöne bei Asana, muss man sagen, also es gibt ja viele solcher Tools. Das Schöne bei Asana ist, die Tasklist funktioniert im Prinzip wie ein Notizblock. Man kann hintereinander wegschreiben, wenn man jetzt mit anderen zusammensitzt und einfach zack, zack, zack aufschreibt, was alles zu tun ist und strukturiert und ordnet das hinterher zu. Also man schreibt einfach hintereinander weg. Man muss nicht irgendwie eine Maske aufmachen, um irgendwie gleich 50.000 Informationen über einen Task anzulegen. Genau, es gibt auch eine App dazu, gibt es irgendwie alles. Und es gibt Anbindungen, also an GitHub, ja, und Pipapo. Ja. Und es gibt es auch für Windows. Ja, komm. Das heißt Sandstorm. Sandstorm.io? Nein, mit Sand, sorry. Sandstorm.io ist auch irgendwie populär geworden, ne? Ja. Okay, Sandstorm ist etwas, das ich vor kurzem entdeckt habe. Das ist super, es ist so ein Wrapper, das du in deinen eigenen Server installieren kannst und du kannst tausende von Open Source ganz kompliziert, so Werkzeuge, die ganz kompliziert zu installieren sind, mit einem Klick installieren, so zum Beispiel Etherpad, Etherdraw, Hackerslide, tausende Open Source Werkzeugen, das funktioniert über Docker, so mit zwei Klicks hast du, was weiß ich, Redmine, WordPress, Hacker News. Es gibt tausende Werkzeuge, echt, zum Beispiel Trello, man hat von Trello geredet, da gibt es die LibreBoard, heißt das, die Open Source Version von Trello, die funktioniert super gut, das kann man alles frei, Open Source, oder Laverna zum Beispiel ist ein wunderbares Texteditor für Note, sowie alternativ zu Evernote, die super kompliziert zu installieren ist mit Note und das ganze Zeug. Und das kann man einfach draufklicken, Install, und das hat man auf einem privaten Server oder die bitten das als Hosted Version für gar nichts, aber man kann einen 3€ im Monat OVH SSD Server haben und das alles privat benutzen. Es ist okay. Echt eine wunderbare Sache. Nee, online. Browser.
Es ist alles im Browser. Ist super, super toller Werkzeug. Ich probiere mal das. Ist echt super. Okay, vielen Dank. Wer jetzt nicht hier war, möge für immer schweigen. Und ja, wir werden das nachher nochmal durchgucken, was das jetzt alles war und das auch nochmal die Links zusammenfassen. Also, dass man das jetzt nicht unbedingt alles auswendig hätte lernen müssen. Ja, dann vielen Dank für diese Show Me Your Tools Session. Jetzt geht's weiter mit den nächsten Talks. Hier findet gleich unsere Rechtssession, also zu verschiedenen Themen des Online-Rechts.